Genau. So, mal gucken, wo der kommt. Ah, hier ist das Raketenmagazin. Sehr gut. 170 haben wir. Die Stimme ist gar nicht so schlecht. No, was ist das denn? Verzeihung. Die Stimme ist perfekt eigentlich, um den zu besiegen, würde ich mal sagen. Sehr gut. Ja, dann gehen wir doch direkt nochmal zum Raketensilo zurück. Füllen nochmal auf. So, so sind wir den ganzen Weg zurück. Das war hier hoch. Links, genau. Und dann holen wir uns noch den zweiten. Eigentlich, wenn man es drauf hat, kann man die Stelle nämlich wunderbar hier mit dem Base Jump, Double Jump machen. Nicht so versagt wie ich, beziehungsweise manchmal gebe ich dir tatsächlich recht, hat vielleicht auch das Pad einfach irgendwie eine Macke. Tja. Ja. Ja. So, dann wieder runter an die Stelle, wo die zwei Hatches waren und dann genau nach links diesmal. Nein. Ach, kommt schon. Tätsche das halt noch hin. Och, Mädel. Ey. Hallo. Sag mal, ist das hier wohl nicht euer Ernst jetzt? Ja, ist klar, Meister. So nicht. So kommst du mir nicht davon. Oh, es gibt ja nicht mehr Energie. So. Einmal nach links. Mhm. Gibt es bestimmt keine Idee. Fantastisch. Manchmal verstehe ich das nicht, warum, warum sie diesen Sprung nicht macht. So, das müsste auch schon der Raum sein. Ja. Du bist schon da. So, der Energieball ist hier links. Holen wir uns den mal erstmal. So. Nein, kein Spider-Ball. Dann versuchen wir das gleiche Prinzip hier doch nochmal. Und jetzt können wir ein Alpha-Match machen. Das ist ja easy. Wunderbar! Dann 13 to go. Mhm. Dann würde ich sagen, ganzen Weg zurück. Damit haben wir nämlich, wie ihr seht gerade, Erdbeben, Sektor 6 ist fertig. Dann gehen wir den ganzen Weg zum Speicherpunkt einfach wieder zurück. Und also wieder hoch und nach rechts. Mhm. Und danach machen wir uns auf den Weg in Sektor 7. Der ist aber lang. Sektor 7 ist ein bisschen länger, ja, da ist auch ein bisschen mehr los dann wieder. Die beiden Sektoren waren ja jetzt ziemlich lame. Die waren ziemlich lame. Ja, da passiert ja wirklich nicht viel jetzt hier. Also da ist ja... ist ja wirklich viel, viel gelaufen für wenig Metroid sozusagen. Mhm. Oh, meine Lieblingsgegner, meine neuen. Die keine Energie geben. Na gut, wir hatten gerade einen Energieball. Ich will mich mal nicht zu sehr beschweren. Genau vorbeigelaufen, Leute. Das kann nicht wahr sein, echt. So. Ja.
und schon wieder vollgefahren. Fantastisch. Knäpplisch, knäpplisch. Sehr knapp, ja. Ich geb's zu. Ich geb's gerne zu. Gerne nicht runterfahren. Ja. So, mein Bub. Dann runter links. Aber nicht hier runter. Nee, links runter, Entschuldigung. Mhm. Stimmt, an der Stelle muss man aufpassen, was man sagt. Genau, und dann nicht mehr in den Sektor 6 runter, sondern wieder nach links, wo du vorhin schon mal angelaufen bist. Wo nochmal? Achso, da hoch. Hoch, ja. Spring! Ja, sehr gut. Genau, da hoch. Genau, dann im Prinzip auch wieder hoch und links. Links und runter jetzt. Ich hab's mir fast gedacht, dass er die noch. Jo, ernsthaft? Ich hab's mir ja fast gedacht, dass er dich noch trifft. Gar nicht. Gibt jetzt nichts. Genau, im Prinzip jetzt immer runter. Hey du. Hi. Er hat noch nicht mal was gegeben. Schweinerei. Runter. Runne. Ja, das sieht das gut aus. Neuer Gegner. Ein Glühwürmchen, was sich von der Wand abstoßen kann. Shay, hä? Semi. Fischies. Ja, gut. Klar. Immerhin gibt es keinen Gegner-Respawn, ne? Das ist das Typische, du läufst dem hinterher nach links, besiegst ihn dann endlich, gehst zurück nach rechts zu der Stelle, von der er kam, und der kommt einfach nochmal. Ah, sehr reiche Beute. Mhm. Huch, das war knapp. Das war sehr knapp, ja. So, bist du überhaupt richtig da? Ja. Weiß ich nicht. Ja, ist alles gut. Wollte ich noch verwirren. Ich laufe einfach nur. Links rüber. Ganz nah links. Oh, nochmal neue Gegner. Da kann ich mich gar nicht mehr dran erinnern. Sehr gut. Okay. Was ist das? Was ist das? Was ist das?
Wo bist du denn gerade eigentlich? Du kannst auf jeden Fall kaputt schießen. Wo wird das kaputt geschossen? Okay, da. Ah ja. Ey. Wer ist bei dir alles krank? Ja, ist ja gut. Eigentlich nur meine Frau, sonst keiner. Siehst du? Schon doppelt so viel wie bei mir. Ja, das war nicht schwer. So, hab ich schon erwähnt, dass wir immer links rüber müssen. Ja, ich gehe halt jetzt einfach, ne? Da, wo die Säure eben gewesen ist im Übrigen, das wird der Zugang zu Sektor 8, wo wir danach rein müssen. Oh, wo siehst du auch schon wieder aus? Ja. Genau, da gehst du jetzt einfach mal ganz nach oben und dann ganz nach oben nach links. Und wenn du nach links in den nächsten Raum reinkommst, dann kannst du dich schon mal auf einen Metroid-Kampf vorbereiten. Nach links. Ganz oben links, genau. Und dann kommt direkt ein Metroid-Kampf. Himmel. Falls wir da noch hinkommen heute. Klar kommen wir da hin. Ich will ja nur ein bisschen Energie sammeln. Ich falle auch gerne einfach nur mal zwei Etagen runter, weil... Ich hab's ja, nicht weil so. Wir haben ja keinen Zeitstress heute Abend. Wir können das ja so lange mal ziehen, wie wir wollen hier. Oh. Oh. Nicht aufregen. Nicht aufregen. Nein, wenn ich mich als Kugel mache, dann siehst du mich nicht. Ja, die Hitbox von dem Gegner ist nicht so groß, ne? Scheiße. Wo man ihn kaputt kriegt. So, Achtung, Metroid. Huch, Rakete verschleudert. Nicht Raketen wieder zumachen. Schieß. So, als nächstes holen wir uns ein Raketensilo im nächsten Raum. Und zwar geht es jetzt hier links runter. Du kannst durch das Ei da runter, glaube ich. Genau, jetzt guck mal links. Jetzt kriege ich keinen Schaden. Nee, das ist Wasser. Guck mal, das ist Wasser. Das hat keine weißen Punkte. Weiße Punkte sind Säure und das ist Wasser. Genau, an denen gehst du kaputt und da unten ist ein Raketensilo. Da musst du mal gucken, weiß ich nicht mehr, wie man da hinkam. Ach, ja, also. Ich glaube auch so einfach. Sehr gut. Ja, dann wieder raus aus dem Wasser, zurück zum durch diese Hatch. Mhm. Perfekt, und jetzt links hoch. Nein, links hoch, links hoch. Hast du gesagt, links hoch? Rechts hoch, Entschuldigung. Links hoch. Ist ja schon wieder so spät heute Abend. Da kann man links. Was für links denn meinst du jetzt? Das andere links. Da, wo der Daumen rechts ist. Hä? Nein. Im Raum. Im Raum rechts hoch. Also da mit dem 5-fach, 20-fach Sprung hochspringen jetzt. Achtung, Gegner sind da irgendwo auch. Oder du kannst auch einfach mit dem Spinnenball hochfahren, wenn dir das mehr zusagt. Wenn die Steuerung wieder funktioniert, ne? Hatten wir letztes Mal auch schon das Problem. Die ist bescheuert gemacht mit dem Spinnenball, ne? Sau. Genau, so, da kommt gleich... Das geht nicht. Ja, dann musst du doch mit dem... Das wusste ich jetzt nicht mehr. Das ist hier auch nicht so wirklich eingezeichnet. Da gibt es irgendwo, ja, das ist jetzt ganz schlecht. Ja, das ist gut. Von da kannst du... Ich würde ihn erstmal kaputt schießen. Ja, am besten. Ja, kann man. Mit der... Genau. Ja, das ist der einzige Nachteil bei diesem Laser, dass der so dünn ist im Prinzip, ne? Ja, da müssen wir hoch, genau. Ja.
Jinx doch noch. Dahin. Ach stimmt, das hätte ich ja selber mal anwenden können, das Wort. Du weißt schon, ja, dass wir gleich noch ein Metroid besiegen müssen mit unserer Energieleiste, ja? Ich sterb mich einfach da hoch, weißt du? Ja super, dass ich es dann wieder richten darf, ne? Ja, wenn ich einfach mal in... Nochmal von vorne. Nee, farmen erstmal. Ach Quatsch, das kriegen wir hin. Mhm, bis ich da oben bin, kriegst du das nicht mehr hin. Zwei Energietanks. Zwei Energietanks und... Ja, guck mal, der Weg ist doch schon ganz gut. Die Idee war doch schon gut. Ich hasse diese Springaktion. Das habe ich schon in Super Metroid gehasst. Ja, ich auch. Erinnerst du dich in Super Metroid noch an diesen ganz tollen Wandsprung, den man drauf haben musste? Wo du dich an der Wand irgendwie so halbwegs festhalten musstest und dann... Wo wir an der einen Stelle ungefähr eine Dreiviertelstunde gebraucht haben. Da jinkst du mir das sonst noch her. Das Wort hat sie jetzt angetan, Leute, ne? Total. Guck mal, geschafft. Nein. Ja, also hör auf! Geschafft, boom. Nein, eben nicht. Stopp, warte. Jetzt, der Metroid kommt gleich am Ende dieses Raumes. Super. Ja. Was ist das für ein Raum? Nee, nicht der Super Metroid, nur der Metroid. Was ist das für ein Raum? Ja, muss halt jetzt durch. Ist klar. Merke ich, wie ich da durch muss. Mhm. Ja, super. Vielleicht hätten wir doch farmen gehen sollen vorher. Ja, du kannst du dann gleich machen, weil ich bin nämlich gleich am Arsch. Mal wieder. Mhm. Ja. Da rein. Ja, ja. Da rein. Schon. Ach, schön. Erstmal. Der Laser schießt ja ganz durch. Sehr gut. Na dann, viel Spaß. Ein Tipp. Lass dich nicht zu weit nach links drängen, wenn du nämlich wieder aus dem Raum rausfliegst, dann musst du nochmal neu... Ah, guck mal, neue Art von Metroid. Ich glaube, du kannst ihn nur von vorne treffen. Geh doch mal aus dem blöden Ball raus. Und. Ich kann gar nicht hingucken. Da. Bitteschön. Ich kann gar nicht hingucken. Game over. Mhm. So, dann dürfen wir den ganzen Weg jetzt nochmal laufen, oder was? Viel Spaß. Eieiei. Mann. Der Daniel. Ja, und sonst so, wie war deine Arbeitswoche? Ja. Wie wohl? Wunderschön wie immer. Ja, genau. Viel Geld verdient. Also nicht ich, aber andere. Oh Mann. Ich bin so für einfachere Spiele, weißt du? So Mau Mau spielen, so nächste Mal, Lemmings oder so. Oder Kniffel oder. Okay. Wir finden auch einfache Spiele für dich da. Nee, ich kann mal eine Runde Schach spielen. Kannst du Schach spielen? Ich glaube, ich kann nur so die Grundbewegungsmuster. Ja, so, so wie bei mir. Ich kann keine Eröffnungen oder sonst irgendwas. Ich habe keine Strategie, keine. Nee, ich auch gar nichts. Aber ich weiß, wie die Figuren bewegt werden dürfen. Und da hört es dann auch schon mal auf. Grob, ja. Wobei ich es gerne mal können würde. Das ist ein schönes Spiel für dich. Ich merke schon, Sven hält sich einfach nicht auf. Ich muss gerade mal gucken, ob wir das richtig sind. Wir sind jetzt da runter. Ich weiß gerade nicht, wo du bist. Du bist so schnell unterwegs. Ich ehrlich gesagt gerade auch nicht mehr. Ja, wir hatten aber auch keine Map. Warte mal, das war der Raum, in dem wir gefarmt haben. Ne, da, hier bin ich glaube ich lang. Das war der Raum, in dem wir gefarmt haben. Ich glaube, ich muss eins weiter runter.